toll. Boleslav Štětina, Martinet. 5,5 Minuten sind gespielt. Ich fange noch einmal an. Die schneiden da um, dass er frei ist. Minuten sind gespielt im zweiten Drittel. Und das war auch bereits das 1:0 für die CSR, knapp nach diesem Bulli erzielt von Boleslav Štětina. 1:0 also jetzt für die Tschechoslowakei, ganz knapp nach unserem Einstieg. Nach 5 Minuten und 40 im zweiten Drittel, hier sehen wir es in der Zeitlupe, gleich nach dem Bulli kommt Štětina vermutlich an die Scheibe. Oder Kalupa dürfte es doch gewesen sein, nach Zuspiel vom Bulli weg von Štětina. Das also das 1:0. Spiel kam ziemlich überraschend und der Torschütze, den wir groß im Bild haben, Milan Kalupa, nützte also das Zuspiel nach einem Bulli aus. Es war keine zwingende Toraktion. Zwingende Reaktionen haben wir schon im ersten Drittel des Öfteren gesehen, die allerdings nicht verwertet wurden. 1:0 also für die CSSR, die jetzt vielleicht ihre Nervosität ablegen wird und jetzt vielleicht auch die Klasse bringen wird, die sie in den beiden ersten Spielen allerdings doch gegen schwächere Gegner gibt. So, Achtung Wien, bis daher würde ich es lassen, jetzt müssen wir wieder schneiden, weil da scheint sich nur eine größere Unterbrechung zu ergeben. War halt leider Pech mit dem Tor, aber da kann man nichts machen. Labrotten, der ist jetzt für 2 Minuten auf die Strafbank muss. Und hier sitzt er schon. Die dritte 2 Minuten Strafe für Schweden. Einander die beiden Schweden selbst behindert. Jerzy Novak, Högosta und Štětina daneben. Boleslav Štětina. Und Peter Štětina und noch eine hundertprozentige Chance. Černík hat es hier an Ecken sehen, diesen Drittel allerdings ausharren. Dann 2 Minuten 5 gegen 3 spielte und diese Möglichkeit. Und Tor! Tor durch Hans Jaks aus dieser plötzlich aufgetretenen Torsituation. Hans Jaks Nummer 24, hier haben wir es. Zunächst ein Schuss, der von der Bande zurückprallt und mit dem weit ausschwingenden Stock den Puck doch noch getroffen. Und das war auch gleichzeitig der erste Treffer, den die Tschechoslowakei hier in Johansson, Valtin, Nein, dieser Jubel kommt verfrüht. Die Schweden warfen
vorbauen zumindest einmal ihre Stöcke in die Höhe, um vielleicht den Torrichter zu täuschen. Aber der Puck war nicht mehr zu sehen. Jetzt hier haben wir es. Erst Holecek. Doch noch ausgekommen. Zunächst schien es, als ob Holecek den Puck hier irgendwo unter sich begraben kann.